Ja, hallo, ich grüße euch. Willkommen bei Human Fall Flat. Ich habe leider ein bisschen spät bemerkt, dass es ein neues Level gibt. Und zwar das Level Dampf. Dann wollen wir auch mal direkt dampfen gehen. Und zwar habe ich mir das Level schon mal angeguckt. Ich weiß also auch hier schon wieder, wie wir durchkommen. Soll also nicht allzu lange dauern, bis wir das erledigt haben. Für den Fall, dass ihr hier Probleme habt. Freut es mich gerade bei diesem Spiel immer wieder, wie nett und hilfsbereit doch die Community ist, dass man Informationen und Tipps auch noch untereinander gibt. Und somit kann ich euch einfach nur einen der Wege zeigen. Auch okay, auch wenn ich direkt den ersten Fehler mache, gehört direkt dazu. Ich habe mich halt einfach nur nicht konzentriert. So, aber der Weg ist der richtige. Ich laufe noch mal eben rüber. Jetzt steh auf, du kranker Mann. So. Und lauf, 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 lauf. Es gibt auch hier wieder Abkürzungen, wo man nahezu direkt ans Ende vom Level springen kann, aber das ist ja nicht das, was wir hier vorhaben, sondern es geht hier vielmehr darum, dass ich euch einen Weg zeige, wenn man den offiziellen Weg gehen will, wie man hier weiterkommt. So. Ah, ich glaube, das muss ein bisschen weiter rüber und. Passt das? Jo, das geht noch. Alles klar. So. Dann komm mal weiter, Kollege. So. Einmal umgedreht. Kommt schon. Das geht schon. Okay, so rum will er jetzt nicht. Dann machen wir es halt von der anderen Seite. Warum auch nicht? Gibt ja immer mehrere Wege, die uns hier zum Ziel führen können. Jetzt sollte ich mich trotzdem vielleicht mal ganz kurz ein bisschen konzentrieren, damit wir hier auch weiterkommen. Hörst du jetzt auf, du dumme Rolle? Tonne. So, nochmal. Einmal ganz an die Wand ran. Und dann am besten so weit unten wie eben möglich. Jo, das passt. Damit haben wir auch die Aufgabe erledigt. Und nur noch schnell hier rüber springen, damit das erledigt wird. Und soweit, so gut. Dann weiter geht's. Wir können jetzt hier einmal das Tor aufmachen, denn wir brauchen von der anderen Seite noch eben die Röhre, die hier rumliegt. Das geht recht zügig. Bringen wir die mal hier rüber. Oh, muss natürlich auch richtig rumgedreht werden. Das System haben sie auf jeden Fall in der Zwischenzeit sehr gut verbessert. Ich erinnere mich noch daran, wie schwierig das gewesen ist, Kabel und sowas ins Loch zu drücken. Das klingt so falsch. So, das haben wir. Und auf der Seite können wir jetzt auch noch schnell das Röhrchen rausziehen. Ah, so rum. Na gut. Einmal schnell noch drum rumlaufen. Und dann haben wir auch diesen Teil erledigt. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell hier zurück. Da klettern wir am schnellsten einfach drüber. Und dann können wir das nächste Tor aufmachen und haben auch diesen Bereich abgeschlossen. So, einmal dran und Sesam, öffne dich. Sehr schön. So, das wäre als nächstes erledigt. So, weiter geht's. Da brauchen wir die Tonne von hier oben auf jeden Fall. Ah, komm schon. Jetzt ziehst du dich mal hoch. Was ist los? Wirst du alt? Geht doch. So, weiter geht's. Die Röhre drehen wir am besten um. Hier gibt es garantiert noch eine Alternative, die sinnvoller ist, aber ich habe beim ersten Durchlauf keinen anderen Weg so schnell gefunden gehabt, habe aber nicht sonderlich lange gebraucht. Ich muss sagen, das ist wieder eins der einfachen Level. Im Gegensatz zum Azteken-Level auf jeden Fall viel, viel leichter. So. Weiter, komm. Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Wir werden es jetzt gleich sehen, ob es reicht. Denn jetzt haben wir die Aufgabe, wir müssen da oben hochlaufen. Das reicht nicht ganz. Wir probieren es nochmal. Vielleicht reicht es doch und ich habe einfach nur nicht mich richtig hier festgehalten. Das kann natürlich auch sein. Ah, nee. Nee, nee, nee. Das machen wir noch ein Stückchen weiter. Rutscht die noch?
Es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Okay. Ja, jetzt können wir auch hier hochhopsen. Oben halten wir uns fest, damit die auch wirklich rund geht. Das reicht nicht aus. Na. Dann machen wir es anders. Ja, ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen anders, wie ich das mache, im Gegensatz zum ersten Durchlauf. Da habe ich sie auch so ähnlich schief reingestellt wie jetzt gerade. Aber vermutlich ist das auch dann hier der richtige Weg. Nein! Du blöde Röhre! Na gut, dann nehmen wir sie auf der Seite mit. Macht die Sache vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Also, schnell die Röhre holen. Hep. Und los geht's. Komm schon. Lauf, 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 kleines Männchen. Lauf. Hops. Also manchmal stelle ich mich bei den einfachsten Sachen ziemlich blöde an. Ich weiß, danke dafür. Aber es klappt schon. So. Da ich mich auch hierbei sehr blöde angestellt habe beim letzten Mal, werde ich euch da auch direkt etwas zeigen, wie ich es gemacht habe, auch wenn das mit Sicherheit nicht so geplant ist. So, einmal wieder da rein und da rein. Und jetzt können wir hier den Aufzug nämlich nach oben fahren. So. So, auf dem normalen Weg kommen wir da jetzt nicht wirklich dran. Natürlich mit Schaukeln würde das klappen. Und viel rumgehopse, aber für den Fall, dass ihr euch da genauso blöde anstellen wollt wie ich, gibt es hier noch einen Alternativweg, indem wir einfach hier drüber laufen und dann hier rüberspringen, links loslassen. Fand ich persönlich ein bisschen einfacher. Okay, damit hätten wir auch diesen Bereich abgeschlossen. So, wie war das? Genau, das war so. Und einmal hops, das drehen wir um. Und dann können wir jetzt an der Stelle hier wieder zurückspringen. Wie gesagt, zum Level angucken spielt einfach selbst. Dafür ist es ja auch gedacht gewesen. Hier geht es mir einfach nur darum, euch wirklich den Weg zu zeigen, wie man das ganze Spiel beenden kann. So. Ganz ran natürlich hier vorne. Und hops. Es ist ja ein bisschen doof, egal. Weg damit, das brauchen wir nicht mehr. Du bitte auch, weg. Und du auch. Damit ich hier vernünftig durchkomme. So. Und einmal hier draufhalten, dann fängt das nämlich an zu brennen. Das brauchen wir nämlich auch brennend. Und wir laufen mit einer brennenden Holzdiele hier durch. Ob ich da jetzt aus drüber komme, ich bin mir da nicht so sicher. Hopp. Gut, das haben wir. Und dann können wir nämlich hier den Ofen kurz aufmachen. Auch das geht. Weiter geht's. Links loslassen. Und da brennt's. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich hinten die Türe aufmachen. Weil wir jetzt hier unseren Dampf hinterlassen haben. So, Sesam, öffne dich und auf geht's ins nächste Gebiet. So, das war genau dieses hier. Da laufen wir einfach gegen die warte mal. Komm her. Ja, kurz ein bisschen ruhiger werden. Sonst klappt hier wieder nichts. Ja, komm raus da. Das kennen wir ja aus den meisten Leveln schon, dass wir hier ein Holzbrett über einen Abgrund schieben müssen. So. So. Ja, noch ist es nicht drauf. Jetzt ist es drauf. Dann schieben wir das hier noch ein bisschen rüber. Gucken wir mal, wie fällt die Tonne. Ja, die fällt ein bisschen schlecht. Machen wir das nochmal neu. Blöde Tonne. Die nächste sollte es sein.
wenn sie uns hier nicht runterwirft. Da oben fällt sie auch schon runter. Und da ist sie in der Ecke. Okay, wir passen unten runter an. Wie habe ich es denn eben gemacht? Warte mal. Ich muss da irgendwie zwischen, denn ich muss die auf dieser Seite aufstellen. Ja, wir sehen halt extrem viel. Nein, den linken Arm. Ich will doch da nur zwischen. Oh, blöde Tonne. Wir probieren es mal so rum. Ach, das geht auch. Na gut. Ich habe die eben hinten vor den Eingang aufrecht hingestellt. Hätte man mir ja auch sagen können, dass das auch anders funktioniert. So, du kommst schon mal weg. Und du kommst weg. Schön alles kaputt machen hier. Du kommst weg. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Hopp. Brauchen wir aber noch nicht, da kommen wir gleich zu. Dafür brauchen wir. Ah, komm, erstmal alles kaputt machen. Bisschen fester ziehen, damit es auch richtig kaputt geht. Das muss nachher noch ausgetauscht werden. Hier ist übrigens ein Erfolg, wenn ihr die Leiter benutzt. Ich habe den bereits. Und. Los! So geht das. Ich mache es einfach mal mit, dass ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst die einfach nur anfassen und hier so auseinanderreißen. Dann habt ihr den Erfolg auf jeden Fall. Jetzt muss ich kurz was überlegen. Wie war das? Wie war das? Ja, gute Frage jetzt. Jetzt bin ich gerade wirklich am Überlegen, wie das war. Also das Ding habe ich angeschlossen. Da komme ich noch nicht durch. War da noch was? Nee. Also hier weiß ich noch, dass ich das Ding... Vor allem das Lustige ist, das ist noch keine... Ja, ich hatte zwischen dem Spielen und der Aufnahme knapp eine Stunde. Und ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich wieder nicht mehr weiß, wie es war. Soweit kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das musste hier raus. Denn das muss da angeschlossen werden. Aber wie war das denn hier? Okay. Das Rohr war nur nicht richtig drin. Alles klar. So, jetzt hat nämlich, ist nämlich die Klappe aufgegangen und hat quasi hier das erste Ding kaputt gemacht gehabt. Und dadurch bin ich dann auch darauf gekommen, dass man die auseinanderbauen kann. Ich habe mich da vorher nicht genau umgeguckt gehabt. So, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Und das Rohr muss jetzt auch hier angeschlossen werden. Für alle Leute, die Gas- und Wasserinstallateur werden wollen. Beschwert euch bei mir bitte nicht. Okay. Weiter geht's. Wir holen uns jetzt noch schnell hier die andere Röhre. Die haben wir jetzt natürlich da unten sehr schön zugebaut. Und weg damit. Und gib her. So. Und. Ja, schneller, 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 schneller. Und rein da. Passt. Irgendwie nicht. Na gut, dann wollen wir mal den Hebel umlegen. Jetzt passt das. Alles klar, dann hätten wir auch das erledigt. Jetzt geht's hier auch schon weiter ins nächste Gebiet. Dafür brauchen wir erstmal hier die beiden Tonnen. So. Und einmal dagegen laufen, ohne sie festzuhalten, denn die hat jetzt hier was kaputt zu machen. So. Hier brauchen wir nur noch das Holzbrett wegzuziehen, weil das blockiert da oben sonst den Kran. Ist für später wichtig, nicht für jetzt. Dann können wir auf dem gleichen Weg auch hier schon die Tonne mitnehmen. Ihr merkt halt, hier gibt es nichts mit, ich gucke mich mal um und alles. Ne, hier gibt es einfach nur Aufgabe für Aufgabe.
Einmal hochklettern. So, das ist ein Sprung, der gleich in die andere Richtung ein bisschen tricky wird. Mal gucken, ob ich ihn direkt hinbekomme. Aber bisher lief ja alles ganz gut. Und hätte ich nicht sagen sollen, ich hab's ja predicted. So, haben wir das jetzt hier kaputt gemacht? Na, hoffen wir mal nicht. Also noch einmal laufen. Die Arme hoch und rüber. Und jetzt komm. Diesmal ohne da runter zu fallen. Geht doch. Schön ein bisschen rückwärts laufen. Und irgendwie können wir da durchlaufen. Das ist aber auch egal. Das Rohr hier hin. Und jetzt wollen wir hier mal hier heile Welt machen. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Wo ist falsch rum? Egal. Dann drehen wir das Ganze mal um. Geht wieder so rum am einfachsten. Komm schon. Das hätten wir. Jetzt ist der Kran oben auch aktiv geworden. Und da wollen wir jetzt auch hin. Deswegen haben wir auch eben schon die Tonne hier hingestellt. Damit wir dann über die Tonne zu dem Kran klettern können. Gut, das haben wir hiermit getan. Moment, zurück. Neuer Anlauf. So. Hier kommt jetzt nur noch, dass wir den Kran nach ganz links fahren. Da stehen zwar ein paar Tonnen im Weg, die werden aber einfach umgehauen. So, bis zum Anschlag. Das wackelt natürlich jetzt alles ein bisschen. Ist aber jetzt hier für uns nicht so schwierig. Jetzt muss das nur abpassen und. Ha, oh. Ja, okay, das wackelt vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen machen wir mal ganz kurz das neu. Wo bist du? Da bist du. Okay. Laufi, 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 laufi. Jetzt ist es auch ein bisschen einfacher. Ich hätte natürlich auch den Kran mal wieder langsamer bewegen können. Ich möchte da drauf. Warte. Und hopp. Na, wenn das mal gut geht. Ja, so geht das aber nicht gut. Ich glaube, ich schaukel mal ein bisschen, dass ich dann den Anlauf nochmal nehme. Oder ich laufe nochmal. Ich kann das auch rausschneiden, wenn ich mich zu blöde anstelle, aber nein, denke ich nicht. Ja, komm, steh auf. Also ich habe es eben beim ersten Mal geschafft, als ich noch nicht wusste, was ich zu tun habe, aber ich bin da auch vorsichtiger gewesen. Kennt ihr das auch, wenn man etwas schon mal gemacht hat, dass man dann meint, man muss da durchrennen, ohne sich zu sehr zu konzentrieren? So. Wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft, das kann ich euch schon mal verraten. Die letzten paar Minuten sollten laufen. Haben noch, glaube ich, zwei oder drei Rätsel vor uns. Je nachdem, was man hier als Rätsel auch bezeichnen mag. Ich lasse mal mit einer Hand los und hoffe, dass ich. Genau, da will ich drauf. Ja, komm. Und genau, sehr gut. Bisschen Glück gehört halt mit dazu. Dann werden wir jetzt hier einmal das Rohr anschließen. Und. Nee, 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 nee. Kollege, mach richtig. Mach keinen Blödsinn. So, jetzt müssen wir es nur noch zurückziehen. Passt. Damit läuft das. Rad erstmal langsam an. Oh, cool. Just Dance. So. Nein. Na, das war jetzt aber nicht so toll. Okay, da laufen wir auch nochmal rum. Ausgerechnet diesen blöden Pillar erwische ich natürlich, ne? Aber stell dich vor, ich hätte ihn treffen müssen, dann hätte wieder nichts funktioniert. Also egal. Hände nach vorne.
Kamera schon mal ein bisschen drehen und... Hep. Ich hab den schon wieder erwischt. Ich glaub das doch nicht. Okay, nasser Sack. Ich will neu festhalten, ohne hier runterzufallen. Kann man das nicht mal langsamer stellen? War ja hier im Level Wasser. Ey, was ist denn los? So, Junge, Konzentration. Einmal. Ich sehe schon kommen, in den Kommentaren steht, oh, ich habe das beim ersten Mal geschafft. Habe ich eben auch nicht. Okay. Wenn ich jetzt die Kamera sehen könnte, weil mit der linken Hand bin ich dran. Jetzt muss die rechte da nur noch drauf. Aber man sieht halt nichts. Rechts, Arm hoch. Und ja, wir haben's. Wir sind oben. Wir sind oben. Alles klar. Jetzt mit dem letzten Bauteil hier runter. Dann nehmen wir das ganze Ding hier wieder auseinander, weil das Rohr brauchen wir an der Stelle nicht. Das geht einfach mal hier weg. Ich habe gesagt weg. Oh, okay. Das funktioniert noch. Also, jetzt müssen wir das nur noch in die richtige Position bringen. Das ist aber hoffentlich nicht das größte Problem, was wir gerade haben. So. Und hier anfassen. Nee, nicht den Boden anfassen. Rosa. Nimm das Rohr. Okay, soweit, so gut. Die zwei sind verbunden. Jetzt bauen wir noch dieses Rohrstück wieder. Das hätte auch schöner sein können. Okay, hinten ist es drin. Dann können wir das jetzt hier einfach... Ich dachte einfach umdrehen, aber okay. Scheinbar nicht so einfach, wie ich das gerne gehabt hätte. Sag mal, ich kann mich da jetzt hier nicht so lange dran aufhalten. Hallo. Ich bin bei 10 Minuten, alles ist gut. So. Jetzt kann man oben sehen, wie das Rad zu schnell läuft. Endlich gucken wir uns hier auch mal was an. Und das hat jetzt alles kaputt gemacht. Hüpfe, hüpfe. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wo es gerade hingeht. Denn da ist es schon zu sehen. Und willkommen am Ende des Levels. Und damit haben wir auch das neue Level sehr zeitnah geschafft. Ich danke auf jeden Fall wieder herzlich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Hoffe, ich konnte euch helfen, falls ihr irgendwo festgehangen habt. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Da wird immer fleißig geantwortet. Wenn nicht von mir, dann von anderen. Wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Level. Euer Yuseko.